Willkommen zurück zu Let's Play Grandia! Im letzten Part, ja, sind wir hier in das Dorf Luck gekommen und haben uns da ein bisschen eingedeckt mit Items etc. Haben ordentlich Geld verhauen. Und wollen doch jetzt mal zum Dorfältesten, denn der hat einiges mit uns zu bereden wahrscheinlich. Und die Blumen machen Geräusche. Okay. Ihr seid die, die Rem zurückgebracht haben. Ich bin euch zu äußerstem Dank verpflichtet. Danke vielmals. Ihr müsst zunächst mit den Dorfältesten reden. So ist unser Brauch. Okay. Ich bin der Dorfälteste von Luck. Ich hörte, ihr habt Rem gerettet. Im Namen unseres Dorfes möchte ich euch danken. Ups. Dennoch muss ich euch bitten, nur kurz in unserem Dorf zu verweilen. Wir sind schließlich ein friedliches Volk. Wie meinst du das? Du willst, dass wir gehen? Ich würde nicht so weit gehen, euch direkt darum zu bitten. Aber es ist schwierig. Es ist nur... Wurde dieses Dorf nicht außer von uns noch von anderen besucht? Forderst du jeden aufzugehen? Nein, das auch nicht. Es ist nur, um hier zu bleiben, müsst ihr vom Gott des Lichts gesegnet werden. Das ist alles? Dann sag uns doch, wie wir diesen Segen erhalten können. Was meinst du, Dorfältester? Gut, okay. Ich werde es euch erzählen. Der Gott des Lichts schützt unser Dorf und befindet sich auf dem Berg hinter dem Dorf. Geht dorthin und bringt eine Flasche des Nektars, die vor der Statue steht. So können Fremdlinge als Mitglieder dieses Dorfes akzeptiert werden. Die Wahrheit ist, dass ich den Frieden dieses Dorfes nicht stören will. Aber ihr habt Rem gerettet. Ich habe keine Wahl. Okay. Jetzt müssen wir zum Schrein des Lichts. Welcher da hinten beim Speicherpunkt, glaube ich, dann in der Nähe ist. Also hier. Und wir speichern noch mal. So, dann schauen wir noch mal. Sind wir jetzt richtig? Lichtbergfuß, ja, sind wir. Gut. Anscheinend sind wir da lang, also gehen wir erstmal andersrum. Und finden da Geld. Was wir ja dringend brauchen können. Wie viel hatte ich? 1600 noch was? Ich vermute mal, dass das 100 Goldstücke sind. Nicht ganz sicher. Das waren, glaube ich, 100. Oh, der so. Neue Gegner. Käferartige wieder. Nur mit anderer Farbe. Metallkäfer. Metallkabuterimon. So. Du sollst dein Feuer ein bisschen hoch machen, natürlich. Wurf steigt eine Stufe. Wie viel Schaden das gemacht hat, habe ich leider trotzdem nicht gesehen. Und das trifft alle. Und die scheinen immun dagegen zu sein. Okay. Dann kloppen wir halt so auf euch drauf. Flügel so nah. Hoffentlich komme ich da eher ran. Jawohl. Mach auch mal bitte den Flügel so nah noch kaputt. Oh yes. Und die Axt ist auch eine Stufe höher. Wunderbar. So, jetzt kann ich Justins Wasser ein bisschen hoch machen. Nehme ich einfach Fina ein Stück heil. So. Zauber. 8 Erfahrung. Fina geheilt. Und schon hat er 16 Erfahrung. So, hier geht es wieder zwei Wege nach oben. Gehen wir erstmal den linken. Komme ich hier eigentlich auch hoch? Scheinbar schon. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Vorteilsangriff wieder. Schauen wir doch mal, wie wir die Schockwelle hier erwischen. Und Fina, du greifst erstmal mit der Peitsche wieder an.
Gibt's vielleicht noch einen Käfer? Nee. Leider nicht. Zauberblock. Okay. Stört mich weniger. Da du eh drauf gehst. Na komm, hau mal schnell das Ding weg. Es gibt hier ganz schön viele Erfahrungspunkte, ey. Plus 30, plus 6, plus 15. Alles klar. So. Aha. Ein Brot. Ist vielleicht wieder irgendein Samen ist. Jawohl, ja. Maximale TP hoch. Geben wir Fina. Und gehen jetzt die andere Richtung lang, weil ich glaube, wir müssen hier nach oben. Sicher bin ich mir aber nicht. Wir werden sehen. Da geht es auf jeden Fall auch wieder ein leichtes Stück nach oben. Ach ja. Grubenviper sind das. So, ich glaube, ich wollte dein Feuer noch um eine Stufe hochbringen, ne? Machen wir das erstmal. Burnout. Zumindest gegen die hier. Weil die gerade so schön stehen. So, und Fina, was soll ich bei dir jetzt eigentlich noch hochmachen? Einfach nur die Peitsche momentan, ne? Und Feuer noch eine Stufe, genau. So, nur das mit deinem Feuerbogen hier ordentlich Schaden machen. Schaut euch das an, ey. So, wie viel Feuer hat denn Justin gerade? Ah, beim nächsten Mal steigt Feuer ein weiteres Level für ihn. Aber zunächst bleiben wir, wie gesagt, erstmal unten. Ah, hier geht es auch langsam bergauf, aber es ist wahrscheinlich nicht das richtige Bergauf. Ah, wieder so eine Spinne. Was ist denn hinter mir los? Da liegt ein Hund. In meinem Bett liegt ein Hund. Hier ist was los. Ja, komm, mach einfach eine Lähmungspeitsche. Das passt schon. Du machst wieder Brenne. Now I'm really angry. Ah, schade, trifft nur den einen. Das ist natürlich weniger optimal. Jetzt greifen nämlich die Tarantulas hier uns an. Aber ist alles noch zu vertragen. Und das könnte jetzt schon der Angriff sein, der meine Stufe erhöht. Ja. Wunderbar. Und Fina holt sich noch ein paar Punkte für ihre Peitsche. So. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was ich genau haben wollte. Also, Feuer ist Stufe 6, das habe ich jetzt. Genau, die Erde wollte ich jetzt ein bisschen hoch machen. Und so gut ich kann halt das Wasser. Ich brauche Feuer halt aber auch auf Stufe 8. Für die Schwertskill, aber ich will ja eh erstmal meine Axt hochnehmen. Okay. Ja, machen wir das so. Versuchen wir jetzt ein bisschen Erde einzusetzen. Erde und Axt. Je nachdem, was wir gerade zur Verfügung haben. Und bei Fina brauche ich die Peitsche noch 3 Level. Und Feuer noch 1. Dann kriegt sie nämlich hier ihren Peitschenangriff. Und ansonsten braucht sie halt auch ein bisschen eigentlich Wasser.
Aber da kann ich gerade nicht viel machen. Und Feuer lernt sie in nächster Zeit nichts. Also Feuer auf 12 und danach eigentlich Wasser und Wind. Weil bei Wind lernt sie zumindest bei 8 noch ein bisschen was, aber... Ne, auf 12 lernt sie da noch was. Gut. Dann jetzt aber erstmal für Justin. Fina, wie viel hast du da jetzt eigentlich Erfahrung? 56. Jetzt, falls wir nochmal so eine Falle kriegen, wo wir in der Nähe einen Speicherpunkt haben und wir uns ordentlich schaden können selbst, werde ich wahrscheinlich das ein bisschen mal nutzen, um den Wasserzauber hochzumachen. Denn jetzt können wir es tatsächlich auch mal gebrauchen. Einfach mal, um neue Attacken auch zu lernen. Mit Fina und Justin. Wenn man darauf angewiesen ist, dass der Gegner einem Schaden macht, ist das immer ein bisschen... naja, nicht so toll. Weil das kann auch mal in die Hose gehen, wenn man sich dann irgendwie schlagen lässt oder so. Und auf einmal stirbt man dann doch. Weil zugegebenermaßen haben wir nicht gerade die besten Heilzauber momentan, sondern nämlich nur den ganz normalen Heiler. Und der bringt nicht allzu viel. So. Also du machst jetzt hier die Bodenattacken. So, auf die da. Du hast gerade nicht mehr genug SP, also greifst du erstmal die Viecher so an. So, wir schauen mal, was das Beben jetzt macht. Das ist ja immer ein ziemlich starker Zauber an sich. Sollte also wehtun. Ja, naja. Ging so. Sue greift bitte auch einfach mal an. Na, sie kriegt immerhin den einen K.O. So, der eine verteidigt sich. Vielleicht kriege ich den. Ja. Gut. Und du willst deinen Flügel so nah machen, das will ich aber nicht. So, treffe ich alle drei wieder? Ne, den unteren leider nicht. Schade, schade. So, die haben wir jetzt aber noch weg. So, jetzt kann ich, glaube ich, auch schon kein Beben mehr machen. Sondern nur noch graben. Insofern kann Justin jetzt eben bis mit Axt wieder drauf rumhauen. Sind wir jetzt hier? Sind auf jeden Fall wieder einiges an Gegnern. Den nehmen wir natürlich alle mit. So, 4 Metallkäfer. Lähmungspeitsche würde funktionieren, bringt aber gegen die Viecher gerade nicht sehr viel. Weil auch ihr normaler Angriff zugegebenermaßen nicht wirklich viel bringt. Und du greifst mal bitte den an, der den Zauberblock machen will. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der macht. So, Fina nimmt ein bisschen Schaden. Und Justin, du kümmerst dich bitte um den letzten Käfer. So. 100 Erfahrungspunkte. Das ist echt viel, was wir hier momentan kriegen. So ein Verhältnis. Fina steigt bald ein... Es steigt jetzt ein Level. 43. Leben ein bisschen hoch. Klugheit hoch. Geschicklichkeit ist geblieben. Die TP sind ein bisschen gestiegen. Wunderbar. Für jeden Kampf 400 Erfahrungen, das ist echt gut. So, dich nehmen wir auch gleich mit. Hab wahrscheinlich noch den Vorteil. Ja. Tarantula. So, dann mach einfach mal die Feuersäule.
Oh, sogar überlebt. Dann machst du jetzt hier bitte beben. Graben, meine ich. Und zu beendet den Kampf. Erdestufe noch ein bisschen steigern. Und ja. Warum nicht? Ja, 12 kriege ich dafür immerhin. Das ist nicht schlecht. Für einmal zaubern, 12 Punkte. So. Jetzt heilst du aber auch nochmal Fina kurz durch. Ah, dich selbst kannst du auch nochmal heilen. Und schon haben wir 40 Erfahrungen. Hier. Nichts. Ein Hauch von nichts. Okay, da ist Geld. Scheinbar weiter auch nichts. Und damit werden wir, glaube ich, bestätigt, dass wir hier rum nichts finden, sondern durch diese komischen Tore durch müssen. Wie bereits erwartet. Da oben liegt auch noch Geld. Das werden wir dann jetzt gleich bekommen. Denn jetzt geht's für uns hier hoch. Plock. Na, 3000 haben wir immerhin schon wieder. Natürlich nichts im Gegensatz dazu, was wir vorher hatten. Ich glaube, wir hatten am Anfang 20.000, bevor ich da alles eingekauft habe. So, du bist der Nächste hier. So, Fina braucht weiterhin noch Feuer. Ja, mach nochmal die Säule hier. Justin braucht eigentlich Boden, aber ich mache erstmal lieber hier ein, zwei Viecher weg. Weil zu einem Angriff sollte er noch kommen. Denke ich. Vielleicht. Na. Oder auch nicht. Weil auch wenn er sich verteidigt, 5 KP, das überlebt er nicht. Aber es überlebt sie nicht. Die Tarantula. Keine Chance. So, das Feuer steigt bald ein Level von Fina. Dann hätten wir das auch geschafft. Und weiterhin schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Da links liegt Geld. Das will ich natürlich haben. Nee, da will ich nicht hin. Ich habe nämlich noch von unten einen Stein gesehen. Und dafür muss ich dann wahrscheinlich hier links rum. Außerdem sind hier noch Gegner. Wir wollen ja zumindest einmal in der Karte immer alle Gegner mitnehmen. So gut wie zumindest. Weil die gerade so eigentlich passend liegen. Verdammt, komme ich nicht dazu. Graben wir einfach mal. Und du darfst nochmal Brenne machen. Auf die Metalldinger hat es eh keine Wirkung. Hauptsache ich treffe die drei Schlangen. Jawohl.
Und zu erledigt jetzt einen davon. Ja, Justin nochmal gräbt. Wow, die machen gerade gar keinen Schaden. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, doch ein bisschen. Na, jetzt kann er die Schockwelle machen. Ja, aber ich greife jetzt erstmal einfach an. Zweimal graben sollte, glaube ich, genug sein für einen Kampf. Und da geht die Peitsche eine Stufe hoch. Wunderbar. Technenbrr. Was auch immer das jetzt schon wieder ist. So, Justins Axt steigt bald ein Level und Erde auch. Und Finas Feuer steigt auch bald. Da haben wir doch fast alles, was wir haben wollen. So. Zauber Justin heilen. So. 6 ZP hat er noch. Nicht mehr allzu viel. Sollte aber noch gehen. So, du machst erstmal wieder Bodenzauber. Feuerzauber meine ich. Tarantulas. This'll teach you. Wow, ich treffe nur den einen Käfer noch. Das war schlechter als erwartet. Dann machst du nochmal die Schockwelle. Here goes. Ja, wenigstens das erwischt alle. Und killt auch alle. What a finch. Steigt eine Stufe. Na, jetzt wieder mehr Stärke als zu. Das ist doch wunderbar. So. Ich weiß, dass eigentlich der Part schon längst vorbei ist, aber ich will mir noch schnell das Ding ins holen, weil das ist das Letzte, was wir hier machen können. Wir haben schon länger keinen Mana mehr gefunden, so nebenbei. Lähmarm. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal hoch. Und die Spitze sehen wir dann im nächsten Part, was da passiert. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich hoffe mal kein Bosskampf, weil jetzt weder ein Speicherpunkt noch irgendwas zum Heilen. Das wäre leicht unangenehm. Also wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.